Eigentlich, barakallahu fikum, das ist nicht die Methode von Ahl-Sunnah al-Jama'a oder Methode von Muslimen, wenn was passiert, dass sie auf die Straße gehen und dass sie schreien und Parolen schreien. Das ist nicht. Sondern wir erstmal, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, wir richten unsere Bittgebete an Allah subhanahu wa ta'ala und wir praktizieren unsere Religion, ist wichtiger, als dass man auf der Straße geht und irgendwas schreit, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und aus diesem Grunde sagt man, ich meine, was bringt dir heute eine Demo? Ich meine, überleg dir hier in Deutschland, was bringt das? Das bringt Hass gegen die Muslime. Das heißt nicht jetzt, dass die Muslime gar nicht machen. Aber da muss man vorsichtig sein und in welchen Fällen und wie man reagiert. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Jetzt Demos. Okay, in Europa, man darf Demos machen. Da sagt man Meinungsfreiheit. Aber komischerweise in den letzten Tagen gibt es keine Meinungsfreiheit für die Muslime. Oder für die Palästinenser oder für die Araber. Ich meine, was verlangt man von einem Volk, das geschlachtet wird? Ja, das ist komisch. Und die dürfen nicht sagen, dass zum Beispiel die anderen Terroristen sind. Aber man, von ihnen kann man alles machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so machen. Deshalb Demos, was bringen Demos und was beabsichtigt man mit einer Demo? Leider, ich meine, Allahu alam, vielleicht liege ich falsch, ja. Vielleicht liege ich falsch, Allahu alam. Aber ich habe gemerkt, dass die meisten, die Demos machen, die wollen sich zeigen. Das geht darum, ich bin da. Hallo, ich habe gesprochen, ich habe geschrien. Ist das die Methode von den Muslimen, wie sie das Schlechte ändern und wie sie das Gute verbreiten? Eigentlich nicht. Ich sage nicht jetzt, dass wir jetzt eine große Diskussion machen, Demo ja, Demo nicht. Wenn du nicht sagst, Demo ist haram, dann bist du Mubtada. Wenn du nicht sagst, Demo ist okay, dann bist du das und das. Das ist alles falsch. Das meine ich nicht. Ich möchte nur etwas erklären. Und zwar, wenn man Demo macht, was hat man von Absicht? Und wofür und was erreicht man dadurch? Zu wem willst du Demo machen? Du hast bestimmte Punkte, du willst das sozusagen rüberbringen. Ja, aber da kann man auch ohne Demo das machen. Wallahu ta'ala ala wa alam.